Der Originalsound ist wirklich legendär. Wenn sich die Tiger-Trommel in Bewegung setzt, erinnert das fast an den Start eines Düsenfliegers. Die Innenausstattung ist nicht gerade etwas für Designfans, eher die rustikale Ausführung, so wie man sich eine Lok vorstellt, die in Vorarlberg im Osten der Sowjetunion gebaut wurde. 1966 hat die Deutsche Reichsbahn die ersten Tiger-Trommeln eingeführt. Insgesamt wurden 378 dieser Maschinen in Dienst gestellt. Die letzten betriebsfähigen hat die Deutsche Bahn übernommen. Viele Lokführer halten noch immer große Stücke auf sie. Mit ihren 2000 PS konnte sie enorm große Lasten schleppen. Wenn sie gefragt haben vom Bahnhof zum Beispiel, wie viel nimmst du denn? Da haben wir meistens gesagt, alles, den ganzen Bahnhof mitsamt Dispatcherturm. Und alles dranhängen, weil es war eben ein Kraftpaket. Die Lok hat nicht nach der Last gefragt, hat alles genommen. Da ist man zwar ein bisschen langsamer gefahren, aber sie hat alles genommen. Ohnehin schaffte sie nicht mehr als Tempo 100. Das genügte aber, um in den Anfangsjahren Proteste bei der Bevölkerung zu verursachen. Die Tiger-Trommel war zu laut. Die Beschwerden waren sehr massiv, denn das war wirklich unwahrscheinlich. Das kenne ich als Kind noch, wo die Lok, also als Lokführer nicht mehr selber ohne Schalldämpfer. Das war sicherlich, wenn die Tiger-Trommel durch die Lande zuhören, das konnten sie in der Taiga machen, da haben es bloß die Tiere gehört, aber in Deutschland ist die Besiedlung viel enger als in Russland oder damals in der Sowjetunion. Und da gab es massive Beschwerden aus der Bevölkerung und dann mussten sie nachrüsten. Nur mit Schalldämpfer war der Lärm dieses gewaltigen Dieselmotors zu ertragen. Eine Technik, die zuvor in Schiffen eingebaut war. Russisch aus dem Ganzen gefeilt, haben wir immer gesagt. Ja, weil da haben mehrere mal dran gearbeitet und mussten das mit der Feile, ist das alles als einen riesigen Gussklumpen gefeilt. Das ist scherzeshalber gemeint. Ja. Der Vorteil war aber, dass die Lok selten stehen blieb, weil sich meistens noch etwas reparieren ließ. Ja, zum Beispiel, wenn er nicht startete, kann man hier an den Einschubspumpen heben. Zu zweit geht das natürlich besser, als wenn man bloß alleine ist. Hat man zwei, da wären es dann vier Hände, da hätten wir vier aufziehen können. Und das ist, man kann sich immer, das war eben die Technik, wo man sich noch zu helfen wusste. Ja. Doch Mitte der 90er Jahre war die robuste russische Dieseltechnik endgültig überholt. Die Bahn schickte die letzten Tiger-Trommeln aufs Abstellgleis. In vielen Betriebswerken wurden sie verschrottet und rotteten vor sich hin. Einige haben aber überlebt. Verschiedene kleine Eisenbahnunternehmen fahren die Tiger-Trommel noch immer. Vor Güterzügen oder wie hier die Leipziger Eisenbahngesellschaft vor einem Bauzug beim Schottern. Die Maschine in Arnstadt ist nicht mehr betriebsfähig. Drei Jahre lang war Thilo Gruber auf der Tiger-Trommel. Erinnerungen, auch dass er dann auf eine andere Lok umsteigen musste. Ich würde gerne noch mal fahren. Ja, ich bin gerne drauf gefahren. Vor allem hat es mir leid getan, dann auf die 118er zu müssen. Aber wie gesagt, das hat Körpergröße deswegen. Und ja, auf jeden Fall.